Guten Tag. Heute gibt es bei uns ein Rezept aus unseren upcoming Ernährungsplänen. Wir machen Ernährungspläne bald, also diese 14 Tage Low Carb, 1500, 1700 Kalorien und so weiter, verschiedene. Und das, was wir heute machen, Low Carb Shrimps-Törtchen, ist eins der Rezepte, die da drin sind. Das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Ja. Es heißt Garnelentörtchen. Haben wir schon mal was mit Garnelen? So eine Garnelenpfanne und sowas haben wir schon. Ja, irgendeine Zudelpfanne oder sowas. Ja. Mehreres, glaube ich. Wenn ich das Video finde, dann findest du das später über dem i. Ich glaube, die letzte Garnelenpfanne ist noch gar nicht. Das war eine Chileo-Garnelenpfanne, glaube ich. Das kann sein. Da aber was machen wir? Wir machen ja heute keine Pfanne, sondern wir machen heute Törtchen. Garnelentörtchen. Garnelentörtchen, die kriegen unten einen Bluko-Reis und dann verschiedene Schichten aus verschiedenen Dingen. Unter anderem eben Garnelen. Das sind jetzt gekochte Garnelen oder Krevetten. Insgesamt 300 Gramm für die Menge, die wir jetzt machen. 300 Gramm Blumenkohl, der ist schon zu Reis, aber den erkläre ich gleich noch. 90 Gramm Frischkäse, 50 Gramm von unserer Mayo, also nichts gekauftes, sondern bitte selber machen. Ne? Und 50 Gramm Schmand. Außerdem eine Avocado. Nährwerte sind ausgerechnet mit 200 Gramm Avocado-Fruchtfleisch. Das wird ein bisschen weniger, ist aber nicht schlimm. Und 150 Gramm geschälte und gewürfelte Gurke. Und zum Würzen brauchen wir Salz, Pfeffer und scharfes Paprikapulver. Genau. Oder Chili-Pulver. Schritt 1. Blumenkohlreis vorbereiten, bevor du essen willst, weil der muss nämlich dann abkühlen. Ich habe den geschreddert bei uns jetzt im Thermomix oder wie halt auch du immer Blumenkohlreis machst. Und dann bei uns war der jetzt 4 Minuten in der Mikrowelle. Wenn du keine Mikrowelle hast, kannst du ihn halt in der Pfanne warm machen. Einfach durchgaren, ganz normal. Und solange der noch warm ist, wird der jetzt gemischt mit 90 Gramm, ungefähr so 90 Gramm Frischkäse. Irgendwie würzen? Salz, Pfeffer. Das zwei mutige Prisen Pfeffer. Genau, nochmal so viel ungefähr. Das ist Feisalz. Warm muss der sein, weil damit der Frischkäse... Damit der sich mit dem Frischkäse besser vermischt. Mhm. Ich habe das in kalt probiert, das funktioniert nicht gut. Okay, und da geht es weil drum, das soll nämlich jetzt ein Klebreis werden, so ein bisschen. Jetzt kriegst du ein bisschen Pfeffer dazu. Ja. Man kann ja mittlerweile einen Blumenkohlreis auch schon fertig kaufen, gell? Also schon in, ich glaube, in tiefgefroren. Und ich habe letztens irgendwo eine Werbeanzeige von Iglo gesehen, wo es dann im Becher to go gibt. Ich glaube, die Schweizer kennen das schon länger. Schweiz ist so dieses perfekte Convenience-Land, da kriegt man alles in fertig, habe ich gehört. Wenn du gerne mal hättest, dass wir so ein Video machen, wie man Blumenkohlreis macht, also die verschiedenen Arten, mit Raspeln, mit irgendwie mit einer Maschine oder sonst irgendwie. Und wie man den gart. Und wie man den gart. Dann schreib das mal unten in die Kommentare rein, dass du dir das wünschst. Einfach so ein Grundrezept Blumenkohlreis, ohne dass wir irgendwas anderes dazu machen. Schreib das unten rein und wenn genug Ja schreien, wir könnten das auch mal mit so einer Däumchenabstimmung vom Video machen, dann machen wir das. Genau, bei 3000 Daumen drauf gibt es ein Blumenkohlbasis-Video. Gut vermischt, gut gewürzt. Okay, passt. Und so. Jetzt? Jetzt ist einfach der wichtige Schritt, der muss jetzt abkühlen. Oh Mann. Ja, eben, der muss jetzt erstmal im Kühlschrank kalt werden. Also normal kalt, dass er im Kühlschrank kann und dann noch vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde im Kühlschrank, damit der schön fest und formbar ist. Und weil wir ja total geschickt sind, ich habe da mal was vorbereitet. Ist genau dasselbe Zeug, genau dieselbe Menge, nur halt schon kalt. Und damit ist der jetzt schon mal fertig. Und jetzt brauchen wir eine scharfe Soße. Und die scharfe Soße machen wir aus Mayo, wie eben erwähnt, und derselben Menge Schmand, 50-50 in dem Fall. Und Paprika oder Chili-Pulver. Salz oder so? Nö, braucht man nicht. Okay, da das jetzt alles bei mir steht, vermute ich mal, darf ich das machen. Viel Spaß. Danke. Ich habe auch hier vorgearbeitet, diese Krevetten bzw. Garnelen. Ich glaube, der Unterschied zwischen Krevetten und Garnelen ist, Krevetten sind noch mit Schwanzstück und Garnelen sind schon ohne. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, die müssen gekocht sein und die werden dann vom Schwanzstück befreit. Du kannst es ja. Und dann in Stückchen. Ich glaube, ich tue das im Blogbeitrag. Versuch das mal rauszufinden. Und dann so in Bite-Size-Stückchen geschnitten. Und das habe ich natürlich mit dem Rest hier schon gemacht. Und dann sind wir ja nicht fertig. Falls dir jetzt diese ganzen Zutaten, was wir denn da alles brauchen, alles zu viel ist zum Mitschreiben, dann schau mal unten in die Infobox von dem Video. Da ist nämlich ein Link zum Blog und da drin ist das Rezept in Textform zum Ausdrucken und oben drüber ist noch so ein kleiner Infoteil von ihm, wo er sich ausgelassen hat darüber, wahrscheinlich was Krevetten sind. Ja, oder über irgendwas anderes. Es muss auch nicht immer was mit dem Rezept zu tun haben. Aber ganz ehrlich, wer bei uns mitschreibt, die Zutaten und die Schritte mitschreibt, ist echt selber schuld, weil wir haben jedes einzelne unserer Videos als Blogbeitrag im Blog und Rezept und ausdruckbar. Und genau. Deswegen alle Arbeit abgenommen. Deswegen stehen nämlich bei uns die Zutaten nicht unter dem Video, sondern da ist einfach der Link. Unter dem Video stehen aber die Nährwerte, falls dich das interessiert. Genau, so ist es. Und jetzt wird das einfach dann, wenn du das fertig gewürzt hast, eine Krabbensoße, also du mischst es halt und dann sind die damit gemischt. Ich mache jetzt die Avocado, aufschneiden, entkernen, matschen.
Ich habe leider keine richtig reifen bekommen, aber das sollte für unseren Zweck passen. Ja, manchmal ist der Kürbislöffel tatsächlich auch scharf genug, die Schale zu zerschneiden beim Rausklatschen. Das ist dann eher unpraktisch immer. Ah, jetzt. Oh. Ja, das glaube ich dir. Und irgendwann, wenn wir Glück haben, dieses Jahr noch, tauschen wir einen anderen Raum in unserer Wohnung und das Studio. Dann machen wir vielleicht auch mal sowas wie eine Roomtour oder so. Ja. Müssen wir aber vorher aufräumen. Einen anderen Raum in unserer Wohnung, nennst du auch Schlafzimmer. Ja. Dann sind wir auch schon fast wieder durch, dann oder? Dann sind wir fast wieder fertig. Jetzt müssen wir es dann eigentlich nur noch zusammenbauen. Hier kommt jetzt auch ein bisschen Zitronensaft dran, nur ein Spritzerchen. Damit es nicht braun wird. Damit es nicht oxidiert. Und es liegt tatsächlich am Vitamin C, weil Vitamin C ist ja ein Antioxidant und fängt freie radikale Sauerstoffatome ein, die ja am Ende für die Oxidation von ganz vielen Sachen erforderlich sind. Deswegen heißt es ja Oxidation, weil Sauerstoff. Und deswegen ist Zitronensaft so gut dafür, zu verhindern, dass sowas braun wird. Das ganze Rezept ist für mehrere Portionen. Wir machen jetzt hier auf der Kamera nur eine Portion. Du kannst aber auch, ich kann mir gut vorstellen, so eine Kuppel da einfach machen, wenn du gar keine Hilfsmittel hast. Ansonsten geht bestimmt noch eine Tasse oder sowas. Irgendwas, damit man das schön in Form kriegt. Wir fangen an mit einer Schicht Blumenkohlreis unten, die du dann auch schön platt drückst. So ungefähr so ein Esslöffel? Ja. Also ich würde halt so ungefähr eine Zentimeter Schicht machen ungefähr. Ja. So. Schön. Da drauf kommt jetzt eine Portion Krabben. Garnelen. Krevetten. Sind es immer noch Krevetten, wenn ich den Schwanz entfernt? Ich habe keine Ahnung. Das ist so den Avocado. Avocado. So. So, und dann oben drauf kommt noch ein wenig Gurke. Mhm. Also da kann man ja auch ganz, ganz viel Verschiedenes machen mit Frühlingszwiebeln. Petersilie, gehackte Schalotten, ganz fein, so Atomschnitte. Jetzt habe ich die ganze Mayo da drauf, dann hätte ich dann etwas übrig lassen sollen. Ja. Ah. Ah, habe ich das nicht richtig erzählt? Na. Dann machen wir dann halt noch eine fürs Foto. Und jetzt ist fertig, so, oder? So, und jetzt ist fertig. Und jetzt müssen wir das nur noch rauslösen. Ja. Heißt einmal nur kurz. Ja, und dann hoffen wir, dass es hält. Ja, das Problem ist, die Dessertringe sind mittlerweile leider leicht unförmig geworden. Tada! Also ich finde, für uns ist das schön genug. Ich finde das sehr hübsch. So. Du wirst es dann gleich ein Video, jetzt habe ich die Seite hierher gezeigt, gell? Genau. Du wirst es dann gleich ein Video-Foto-Dingsbums sehen. Das sieht dann vielleicht noch ein wenig schöner aus. Da sind dann auf jeden Fall noch Kräuter drüber. Aber wir gehen das hier probieren, würde ich sagen. Genau. Und hätte er mir das jetzt richtig erklärt, dann hätte ich was übrig gelassen oder hätte ich richtig zugehört. Eins von beiden. Dann wird da jetzt obendrauf noch so ein bisschen Mayo sein. Als Soße oben drauf. Als Soße oben. Sesamkörner gehen auch. Kann man auch noch drauf. Du siehst einen Serviervorschlag auf dem nachfolgenden Video-Foto-Dings. Jetzt dann gleich. Jo. Cool, hast du gut gemacht. Ja, ich finde, das sieht total hübsch aus. Ja, magst du mal probieren? Na klar, möchte ja wissen, wie das schmeckt. Also theoretisch kann das nicht lecker sein. Mhm. Kann er nicht lecker sein. Mhm. Weil, ich meine, wir haben den Blumenkohlreis probiert. Ich finde den alleine geil. Mhm. Du hast Krabben, Schrimps gehen immer. Übrigens, man könnte die ersetzen durch zum Beispiel Lachs. Mhm. Geht auch. Mhm. Oder für die Leute, die das mögen, auch gern Thunfisch oder sowas in der Richtung. Geht ja. Oder für Leute, die gar keine Meerestiere mögen, mit Sicherheit auch Carpaccio. Ja. Oder Feta oder sonst irgendwas. Ralf, ganz viel. Genau, wir können ja mehr Variationen machen, wenn du das willst. Schreib das unten in die Kommentare. No. Ansonsten, was ist denn das in unserem Dessert, in unserem Plan? Ist das ein Mittagessen, Abendessen, Dessert? Das ist eine Hauptspeise. Das ist eine Hauptspeise, aber es ist natürlich von der Menge ungefähr so, wie wir das jetzt gemacht hatten, oder? Nee, die Gesamtmenge wäre... Ich hab's nicht. Die gesamte Menge ist für mehr als eine Person. Okay, gut. Wenn dich interessiert. Oder eine sehr große Person. Oder eine sehr. Wenn du wissen willst, wann wir denn diese Pläne rausbringen. Also du wirst es hier auf YouTube mit Sicherheit mitkriegen. Ansonsten schau mal bei uns im Blog. Da kannst du dich in den Newsletter eintragen. Und wenn die Pläne nämlich dann fertig sind, dann werden wir das über Newsletter mit Sicherheit verkünden. Ja. Außer du bist da schon ich drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video rauskommt. Also, aber theoretisch könnte der erste Plan da schon live sein. Mhm. Da könnte dieses Rezept tatsächlich auch drin sein. Hm. Dann geh in der Infobox gucken, dann steht es da drin. Genau. Ansonsten sind wir fertig. Ich habe Hunger, ich würde gern essen. Oder hast du noch was vergessen? Nee, ich nicht. Du musst noch fotografieren, Schatzi. Ja, muss ich. Wir machen Schluss hier. Bis dann. Tschüss.